Ja, auf komplett Skater-Vibes, die Osiris D3. Tere Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt kommt natürlich sofort die Frage, wo war er? Wo war er die ganze Zeit? Wie konntest du uns im Stich lassen, liebe Leute? Ich war auf Wanderung. Ja? Ich habe mal mein Paket gepackt und bin 100 Kilometer durch Österreich marschiert, um mal wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Und gute Nachrichten, es hat nicht funktioniert. Nice, Digga. Völlig irrelevant. Ich melde mich zurück heute mit den Top 5 der Österreicher mit dem nicesten Style. Wenn ich im Endeffekt jetzt so darüber nachdenke, sind es eigentlich tatsächlich auch die Top 5 Wiener mit dem nicesten Style. Keine Ahnung, warum das so ist. Sollten die anderen Bundesländer vielleicht mal aufholen. Bevor wir da reinstarten, liebe Freunde, kann ich bekannt geben, dass der Termin für meinen Drop der neuen Kollektion Britain Brawl von MEM jetzt fixiert ist. Es wird Mitte Juni losgehen mit den ersten Aussendungen. Einige unter euch haben auf Ehrenbruderbasis schon mal vorbestellt. Die sind natürlich überzeugt von der Qualität von MEM. Mitte Juni, Freunde, dann geht's los. Ich freue mich schon irrsinnig. Also seid auf alle Fälle am Start. Ich werde jetzt Video für Video natürlich bekannt geben, wann jetzt genau das Enddatum stattfindet und wann dann endlich der offizielle Drop von Britain Brawl losgeht. Freunde, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen uns heute die meiner Meinung, das ist nur meine Meinung, ja, meine subjektive Meinung, die Wiener mit dem nicesten bzw. die Österreicher mit dem nicesten Style an. Ich habe mir dazu einige herausgesucht. Wir kommen da von Rappern bis über Sportler zu Unternehmern, ja, einfach Leute, die ich herausgesucht habe, die meiner Meinung nach sich richtig nice kleiden. Gut, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Öffnen wir gleich mal Instagram. Was sehen wir? Ja, natürlich auch jemand mit nice Style. Ihr könnt natürlich gerne auf Instagram vorbeischauen. Da seht ihr, wie ich meine Outfits kombiniere. Aber starten wir direkt mit Platz 5. Das ist leider jemand, der schon seit längerem nichts mehr gepostet hat. Aber vor 2-3 Jahren habe ich den des Todes verfolgt und er hat immer wirklich extrem nice Outfits gepostet. Ich glaube, das letzte ist aktuell, ja, von 2019, 1. Juli, also vor einem Jahr. Ich finde, in der Kombi hat er immer einiges drauf gehabt. Farbmatching hat immer gepasst. Auch bei diesem Outfit finde ich sehr, sehr cool mit diesem Hoodie bzw. Sweater, den er sich umgehängt hat. Die Distressed Jean, das Oversized Shirt und natürlich dazu dann noch die Air Jordan mit den passenden Laces. Also Color Grading da auf jeden Fall richtig nice gemacht. Gibt natürlich einige andere Outfits, wie zum Beispiel dieses hier mit dem Balenciaga-Fit. Man muss natürlich dazu sagen, aufgrund der längeren Zeit sind die Outfits, wie zum Beispiel das, jetzt nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Aber auch hier wieder das Color-Matching on point, muss man sagen. Oder hier zum Beispiel auch mit Babe am Start. Sehr, sehr coole Outfits immer wieder mal gepostet. Und wie gesagt, das Color-Matching war wirklich so ein Goal von mir, wo ich gesagt habe, boah, der Typ hat es wirklich drauf. Mit dem Lacoste-Umbrella, der Cap von Lacoste und auch dem Shirt dazu und die Gucci-Slides. Also alles hat hier Hand und Fuß. Alles hat ein Konzept. Ich hoffe, dass bald wieder Postings von Ahmed Lachnet kommen. Und da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Ich habe alle Instagram-Kanäle nochmal in der Infobox markiert. Also schaut da auf alle Fälle rein. Kommen wir direkt zu Platz Nummer 4. Und das ist in meinen Augen David Alaba. Ich will aber David Alaba jetzt nicht groß analysieren oder mir genauer seine Outfits ansehen, denn ich finde, das hat Justin schon sehr gut gemacht. Er hat einen eigenen Style-Check zu Alaba gemacht. Also wer das sehen möchte, schaut auf alle Fälle rein. Auch das werde ich euch in der Infobox verlinken. Also zu Recht auf jeden Fall Alaba. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt das Foto, aber sonst zu Recht Alaba mit dem Platz Nummer 4. Direkt, Freunde, geht's zu Platz Nummer 3 und das sind für mich ein... Ich brauche es zum Soffen, Alter. Und das ist für mich eindeutig der Wiener Rapper Negative OG. Also schaut da auf alle Fälle rein. Der macht nicht nur mega nice Mucke, sondern outfit-technisch ist der auch ganz überlegt. Also ich feiere es, wenn Leute nicht zu dem Stream, dem Mainstream folgen. Er hat, glaube ich, hier ein Posting von seinem Videodreh. Er bringt jetzt gerade seine neue Single raus. Ich glaube, die heißt Blaues Blut. Da steht es eh. Am 29.05. Also Support geht raus. Auf diesem Foto trägt er die Babes da, die natürlich sold out sind. Also das ist Deadstock. Ich glaube, die gehen aktuell bei StockX für 2.800 Dollar wert. Also die kosten schon ihren Teil. Genauso wie natürlich die Tasche von Goya, die er da trägt. Ich weiß nicht, was für eine Daunenjacke bzw. für ein Daunengelee das ist. Aber in der Kombi mit der Tasche kommt es natürlich eher ein cleaner Look. Auch das Longsleeve, was er da trägt, oder der Sweater, auch in Grau gehalten. Sehr, sehr clean vor dem Lamborghini. Also gutes Foto, gutes Outfit. Er trägt aber auch hier zum Beispiel die Marke APC. Ich habe hier nachgesehen, das Longsleeve bzw. der Sweater geht weg für 185
80. Also sehr nice, eher basic gehalten mit dem Design, aber auf jeden Fall sehr cleaner Look. Kostet auf jeden Fall weniger als die ganzen 50er, die da am Boden liegen. Die Babester trägt er auch wieder auf diesem Bild. Die Schuhe scheint er sehr zu feiern, denn die hat er auch auf diesem Bild an. Hier trägt er zusätzlich dann noch einen Babe-Gürtel, eine sehr nice Jeans, die zu seinem Körperbau gut dazu passt, wie ich finde. Dazu ein Basic Longsleeve, dazu ein Basic T-Shirt und die neue Uhr, die er sich geholt hat. Also der hat sich eine Iced Out Patek Philippe geholt. Ich glaube, dazu gibt es auch ein Posting. Ja. Hier sehen wir es. Ja, sehr gut, was die Wiener da alles leisten, sehr nice. Bei Cologne Watch die Uhr abgeholt. Also Grüße gehen auf alle Fälle raus an Negative OG, verfolgt auf jeden Fall diesen Typen. Wie gesagt, sehr, sehr nice Styles immer wieder am Start. Hier zum Beispiel der absolute Fendi Trip am Start. Also kann man sich auf jeden Fall mal ansehen, Negative OG. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Und damit geht's direkt zu Platz Nummer 3 und das sind meine Jungs. Ich habe gleich beide in einem genommen, meine guten Freunde Hunna und Hardy, die killen es komplett das Game mit ihren Outfits. Also die haben nicht nur komplett viele Marken am Start, sondern bringen die auch immer wieder mal sehr gut abgestimmt auf ihr Instagram. Wie zum Beispiel hier der Hunna mit seinem Dior-Shirt in der Sorayama-Kooperation mit den Haaren passend zu dem Shirt. Also das ist schon wieder Next Level natürlich. Die Tennis-Chain Iced Out, dazu seine Iced Out Patek Philippe, er hat ebenfalls eine. Und die Travis Scott Air Jordan sowie die Gucci Pants. Er hat das Ganze noch mit einem Bandana kombiniert, das, wie ich finde, relativ gut auf die Gucci Pants abgestimmt ist. Auf jeden Fall sehr cleaner Fit. Hier trägt er dann, ist das eine, ja, ein Palm Angels Shirt. Ich glaube, die Jacke, kann ich jetzt nicht sagen. Don't know, von Balenciaga wird es nicht sein. Don't know. Aber ich finde die Jacke ganz cool, so der Cargo Pants. Und er trägt hier die Off-White Air Force. Dazu wieder das Bandana und seine Tennis-Chains sowie natürlich die Patek Philippe, die darf nicht fehlen. Hier auch ein cleaner Fit. Bin nicht unbedingt begeistert. Clean ist der Fit auf alle Fälle, aber ich bin natürlich nicht begeistert von den Louboutin-Sneakers. Das ist nicht so wirklich meine Vibe. Das Givenchy-Shirt mit den Löchern, ja, wir kennen es, ist eines der Basic-Tees, die einige immer wieder mal im Baller-Bereich anhaben. Aber ansonsten die Jacke sehr fett von Fendi, so halbtransparent. Ich weiß natürlich, wann er die von seiner Freundin bekommen hat zu Weihnachten, also Ehrenfrau, die da neben ihm steht, kann man natürlich auch vorbeischauen, Leute. Allgemein der Feed sehr aufgeräumt, sehr bunt, finde ich cool. Schauen wir direkt zu seinem Bruder, dem Hardy. Auch er immer wieder coole Fits, vor kurzem erst eingekauft bei Chrome Hearts. Da hat natürlich passende Picks, ich weiß nicht, warum das unbedingt vor Dior hat sein müssen, gemacht. Aber er hat hier das Shirt von Chrome Hearts, er hat den Beanie von Chrome Hearts, die Jeans ist, glaube ich, eine Levi's und dazu trägt er normale Air Force. Auch hier wieder ein sehr, sehr cleaner Fit, wie ich finde, dazu dann noch einzelne Chains, also kann man auf alle Fälle machen, Grüße gehen raus. Haben wir noch hier, also es sind alle Outfits eigentlich ziemlich nice. Er hat natürlich auch die B22 am Start, dazu die Dior Saddleback, die ich sehr nice finde, er trägt einen Rollkragenpullover dazu, so im Herrenstyle unterwegs mit der, mit der Brille dazu, ich glaube auch die ist von Dior, also ich weiß nicht genau, aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier das absolute Flexer-Outfit natürlich am Start mit der Gucci-Pants, dem Off-White Remover-Koffer und den Travis Scott Air Force, Air Jordan und dazu nochmal das Gucci-Bandana. Natürlich ein starkes Flexer-Outfit, geht aber völlig klar. Das sind die zwei Jungs, für mich verdient auf Platz Nummer 2, aber jetzt gehen wir zu Platz Nummer 1 und das ist für mich, Freunde, brauchen wir nicht reden. Der Wiener mit dem nicesten Style bin ich, nein Spaß, ist Young Huren, Leute. Also Young Huren hier komplett auf crazy unterwegs. Wenn wir zum Beispiel das erste Bild abchecken, oh, sehr, sehr nice Balenciaga-Jacke, Brudi, muss ich sagen. Also das Design finde ich sehr ausgefallen und cool, kann man auf alle Fälle machen. Was ich bei Young Huren feiere, ist, dass er seinen komplett eigenen Stil fährt und dass er Markenpieces immer wieder mit so absurden Dingen kombiniert, wie hier zum Beispiel den Gucci-Pullover, den er hier mit der Gucci-Cap natürlich kombiniert und dem Beyblade, also mit den 2000er-Vibes, natürlich auch der Tisch komplett 2000er-Vibes. Aber dazu, Freunde, jetzt kommt's, einfach die SV Mattersburg Hose. Einfach eine kurze Sporthose von SV Mattersburg. Grüße gehen raus. Und die Goya-Tasche dazu. Also auch hier alles sehr gut aufgeräumt, aber auch ein Bomben-Outfit, wie ich finde. Eins der nicesten auf seinem Feed, finde ich, ist dieses hier. Hier trägt er nämlich auf komplett Skater-Vibes die Osiris D3 in diesem Gelbton. Dazu natürlich ich glaube, er hat ein Longsleeve über einem Hoodie an. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Von Chateau
Maman Hollywood, das ist ein Hotel, aber dazu noch die Chanel-Tasche, Doppel-C, ja, wir kennen es. Sehr, sehr cooler Fit und dazu natürlich nochmal das Beyblade muss mit am Start sein. Don't play with my heart is very soft. Classic Young Huren. Young Huren, wieso machst du das? Wieso sagst du das? Wieso bist du so gemein? Das ist natürlich auch ein cooler Fit, so quasi auf der Vorzeigeschwiegersohn angelehnt, mit dieser Gucci College Jacke, dem Hemd dazu und der Gucci Cap. Also auf jeden Fall sehr coole Outfits mit am Start, kann man abchecken, liebe Freunde. Das war meine Top 5, liebe Freunde. Schreibt mir aber bitte gerne in die Kommentare, wer ihr findet, wer bei dieser Auflistung gefehlt hat von den Österreichern mit dem nicesten Style und schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Fits, die ich euch gezeigt habe. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das kommt wahrscheinlich am Mittwoch. Ein sehr, sehr spannendes Video, das einige überraschen wird. Brumm, brumm, sage ich nur. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und auf jeden Fall abchecken und hyped sein, Freunde, für die neue Kollektion von M&M Britain Brown. Das war's von mir, euer Maximilian. Nice.